Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch den Lena Gerke Adventskalender 2024 für 99,90 Euro. Den packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Wir gucken rein, ob der sich lohnt, was da so drin ist. Der Gesamtwarenwert soll bei 400 Euro liegen. Ich habe große Erwartungen und falls ihr es auch habt und auch mit mir reinschauen wollt, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. It's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making a Christmas man. Und jetzt starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ja, der Lena Gerke Adventskalender, der sieht richtig schön aus. Das ist so ein Schubladen-Adventskalender, den kann man hier so rausziehen. Der ist wiederverwendbar, das gefällt mir richtig, richtig gut. Der ist aus einer weichen Pappe gemacht. Und der kostet 99,90 Euro. Den habe ich hier bestellt bei Foodvibes. Limitierte Auflage, 24 hochwertige Überraschungen, ausgewählte Premium-Brands mit Liebe einzeln ausgewählt. Das klingt doch sehr gut und ich habe mir auch noch keinen Inhalt oder irgendwas angeschaut. Also ich weiß gar nicht, was da drin ist. 99,90 geteilt durch 24, da wären wir bei 4,16 Euro pro Türchen. Das klingt doch ganz akzeptabel, wenn da schöne Sachen drin sind. Und ich würde sagen, wir starten auch sofort. Also ich werde alle Türchen auspacken, wie gesagt. Und ja, genau, gucken wir einfach mal. Ich gucke mal, ob ich das so hier hinstellen kann. Ja, ich glaube, so könnt ihr das auch ganz gut sehen. Am Ende blende ich euch nochmal ein, was da alles drin war und lege das hier nochmal hin. So, Türchen Nummer 1. Ihr könnt den Kalender übrigens auch bei der lieben Claudi mal schauen. Sie packt den auch aus, da könnt ihr euch noch eine Zweitmeinung holen. In Türchen Nummer 1 haben wir ein richtig cooles Produkt drin und zwar von Formel Plus Skin, das Reinigungsgel. Formel Skin, da könnt ihr eure eigene Hautpflege zusammenstellen lassen von Hautärzten. Das habe ich auch mal machen lassen. Das ist eigentlich ganz cool. Und ich finde es gerade interessant, dass sie hier die Reinigung reingepackt haben. Das ist ein universelles Reinigungsgel eben, was recht gut ist. Also ich hatte von denen das auch mal. Das ist eine Marke aus Berlin. Das finde ich definitiv eine schöne Nummer 1. Muss ich gerade echt mal sagen. Das finde ich total klasse. So, die zweite Lage, die lege ich mal hier hin, mal gucken. Genau, Türchen Nummer 2, der ist richtig schön, um den wiederzuverwenden. Ich glaube, den befülle ich für euch neu in irgendeinem Video. Hier haben wir Goldwell drin und zwar ein Bond Pro Repair and Structure Spray Color Protection 30 ml. Das ist auch richtig cool. Ne? Also für die Haare halt eben so ein Repair Spray. Macht Kräftigung und Widerstandsfähigkeit für schwaches Haar. Die ersten beiden Türchen sind schon mal gut. Ich will aber nicht zu früh loben. Ne? Also ich weiß nicht, letztes Jahr war der Kalender okay. Der hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich kann mich noch erinnern, aber irgendwie habe ich dieses Jahr ein richtig gutes Gefühl. Hier haben wir was von Fleeky drin. Wie cool. Das ist ein Liquid Eyeliner, tiefes Schwarz mit starken Pigmenten, 24 Stunden Halt. In Schwarz eben, so ein Liquid Eyeliner. Den lasse ich jetzt, glaube ich, mal zu, weil ich weiß noch nicht, ob ich den für mich behalte oder ich mache es mal auf. Dann können wir gucken. Ist ja nicht schlimm, wenn ich die Pappe aufmache, wie der ausschaut. Das ist so einer, also so ein wirklich Liquid Eyeliner. Ja, das finde ich ein gutes Produkt. Habe ich auch noch in keinem Kalender gesehen. Nice Marken hat sie sich ausgesucht. Türchen Nummer 4. Hier haben wir drin, ach wie schön, von Parsa, ein Scrunchie, nee, ein Skirly ist hier drin. Okay, so sieht das aus. Also ein Haarband, ich hole das mal hier runter. Also so sieht das aus, da ist so ein Telefonkabel, sag ich immer, drin, aber das ist ziemlich weit. Also das müsste ich jetzt bei meinem dünnen Haar recht oft umwickeln. Ist halt für die gut, die langes Haar haben, für die, die kurzes Haar haben, eben nett. Aber ja, also ich finde es schön. Innenliegender flacher Curly Loop. Kein Verrutschen, keine Abdrücke von Parsa. Auch ein schönes Produkt. Also ich finde es gut. Ich würde mich darüber freuen, wenn ich den Kalender auspacken würde im Dezember. Türchen Nummer 5. In 5 ist ein Hyaluronserum drin. 10 ml von Jean de Arcel. Mit niedermolekularer Hyaluronsäure und hochmolekularer Hyaluronsäure. Das ist ganz interessant. Also ein Hyaluronserum, 10 ml. Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Was wird hier drin sein?
von Rosenthal, ein Mini-Jade-Guasha-Stein. Das ist ja süß. Den Rosenthal-Adventskalender habe ich übrigens auch für euch ausgepackt. Der war gut gewesen, übrigens. Und ja, ich will jetzt gerade mal gucken. Ich zeige euch den mal eben. Ich hatte den schon mal, habe den aber auch. Der ist aber niedlich. Ich kann, mehr ist der süß. Der ist wirklich ganz klein. Also mir wäre der ein bisschen zu klein für die Reise. Obwohl, das geht auch. Ist auf jeden Fall ein echter Jadestein. Das finde ich sehr hübsch. Also das finde ich ein sehr, sehr schönes Türchen Nummer 6. Weil der halt auch eben von Rosenthal ist. Und das sind schon die guten, muss man ja sagen. Das ist jetzt kein Plastik oder irgendwas. Das ist ein richtiger Stein. Und das finde ich sehr schön. Sehr, sehr schönes Türchen. Falls ihr noch nie Gua Sha Stein benutzt habt, macht das mal, Leute. Das ist wirklich eine Wohltat für die Haut. Das ist richtig gut. Das durchblutet die Haut. Das sorgt dafür, dass nicht so viele Unreinheiten da sind und. Hat super viele Vorteile und strafft ein wenig. Türchen Nummer 7 hat L'Occitane hier drin. Und zwar eine 30 ml Handcreme für trockene Hände. Auch ein super Türchen. Auch eine gute Größe. Es gibt ja auch diese kleinen 10 ml. Aber nee, hier sind 30 drin. Das finde ich auch wirklich gut. Nun schauen wir uns Türchen Nummer 8 an. Hier ist drin The Hug. The Hook oder Hug, keine Ahnung. Wohltuende Periodencreme. Johanniskraut, Weihrauch und CBD von Displays. Ein- bis zweimal täglich nach Bedarf eine dünne Schicht auf den Unterbauch auftragen und so lange einmassieren, bis die Creme in die Haut eingezogen ist. Ey, wie cool. Eine Periodencreme. Das ist ja, was ist das denn Cooles? Guck mal, so sieht das aus. Das ist so eine Metalltube, Displays. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, je nachdem, ne, was hier halt drin ist. Das finde ich richtig cool. Also ich meine, dafür muss man den als Frau kaufen, den Kalender, wisst ihr, wie ich meine? Also, ne, aber, also ich finde es, ich persönlich finde es eine coole Creme. Bin mir nicht sicher, hätte ich die Creme für den Kalender auch ausgewählt? Sowas, wenn ich sowas, also vielleicht kennt sie das und findet das sehr gut. Ich glaube, ich hätte es auch reingepackt. Das ist mal was ganz, also ich finde es jetzt auch gar nicht schlimm oder so. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr das findet, so eine Periodencreme. Ich finde das spannend. Wir haben ja alle Periodenschmerzen, oder? So, Türchen Nummer 9. Da haben wir eine Mascara drin, und zwar die Panorama-Mascara von L'Oreal. Die ist auch richtig gut in der Farbe Schwarz. Es geht weiter mit Türchen Nummer 10. 10 ist, ups, ein großes Türchen und hier kam das Produkt schon raus. Langhaarmädchen, ein Kopfhaut-Booster-Tonic, Lovely Long, hilft das Haarwachstum zu verbessern mit Mandelblütenextrakt und Anagain. Dichteres Haar in 3 Monaten. Das Zeug finde ich gut, das habe ich auch schon mal benutzt. Ich fand auch, dass meine Haare irgendwie, wie soll ich sagen, gestärkter waren, ja, also ich fand das schon gut, das würde ich jetzt auch theoretisch nochmal machen, weiß ich nicht, also ich fand es schon nicht schlecht. Türchen Nummer 11, was ist hier drin? Von Visan was, und zwar Catch the Sun, das ist ein Lichtschutzfaktor von 50 fürs Gesicht, genau, UVA, UVB und Infrarot, parfümfrei, hoher Schutz, wasserfest fürs Gesicht in Sensitiv. Das ist auch gut, weil Lichtschutzfaktor brauchen wir das ganze Jahr. Vor allen Dingen, das sind 75 ml. Das ist echt eine große Größe. Türchen Nummer 12, die Halbzeit. Hier haben wir drin. Oh, was ist das denn? Ein Washi. Merry Christmas. Das ist aber süß. Ein Washi. Das ist ein einzelnes Washi und die sind wirklich gut. Die nehmen nur mit Wasser Make-up runter. Das könnt ihr einfach nass machen und dann könnt ihr euch, das nimmt wirklich das ganze Make-up runter. Das ist total klasse. In Verbindung mit einem Cleansing Balm, absoluten Game-Changer, diese Teile. Und da ist halt einfach ein Washi jetzt drin. Das finde ich wirklich süß. Steht Merry Christmas drauf. Sehr schönes Produkt. Sehr, sehr schönes Nummer 12 Türchen. Ja. Es geht direkt mit der 13 weiter. In der 13 haben wir Mundmask drin. Ich mag die Marke nicht. Das ist das Sleep Repair Renewal Nourishing Mask. Oder die. Das ist eine Schlafmaske sozusagen, die man sich abends vorm Schlafengehen aufgibt. Ich hatte die schon mal irgendwo mit drin, habe gesagt, ich möchte die gern austesten, habe sie dann aber doch weitergegeben, weil es ist einfach nicht so meine Marke. Das ist aber super teuer, das Produkt. 60 ml. So, da muss ich aber sagen, ja, das finde ich trotzdem in Ordnung, weil, also ich bin halt nicht so ein Fan von der Marke, aber trotzdem finde ich, also ich finde es schön. Eine Nachtschlafmaske kann man immer gebrauchen. So, die 14. Hier haben wir Got to Be drin, und zwar dieser Brow and Edges
Waterproof Kleber. Das ist das, womit man diese Härchen, die hier oben bei mir auch gerade abstehen, anlegen kann und für die Augenbrauen. Ne? Also da kann man sich die Augenbrauen mit stylen und eben halt die Haare. Ja, cooles Produkt. Also ich habe sowas immer hier. Ich benutze sowas auch in der Regel immer, weil mir immer Härchen irgendwo abstehen. Und von daher, so. Die 15, finde ich das ganz gut. In der 15 haben wir Paula's Choice drin. Guckt mal, in einer großen Packung, 118 Milliliter. Das kostet, glaube ich, um die 30 oder 38 Euro. Finde ich auch ein tolles Produkt hier drin. Hatten wir jetzt öfters in Kalendern drin, aber eher in den Luxuskalendern. Von daher feiere ich das total, dass es hier in diesem 99-Euro-Kalender mit drin ist. Leute, wir kommen zur 16. Hier könnte ein Gewürz drin sein. Das hört sich so an. Und ja, hier haben wir das Ostmann Let's Do Avocado drin. Das ist auch mega. Das kommt in so einer Blechbüchse. Ich habe genügend Avocado-Gewürz hier. Das gebe ich weiter. Das packe ich euch mit in den Adventskalender, den ich dann für euch packe. Und genau. Finde ich persönlich aber ein wirklich gutes Türchen. Die 17. Hier war ja bis jetzt noch gar nichts mit Food drin. Hier haben wir Real Techniques drin. Ein Bubble Blending Brush. Ah, das ist cool, Leute. Das ist mega. Ich hole den mal raus. Ich zeige euch den mal. Das ist halt so ein Blending Brush eben. Da kann man Liquid-Produkte und auch Powder-Produkte mit verblenden. Guck mal, so sieht der aus. Könnt ihr euch dann hier so den Cream Blush zum Beispiel verblenden. Finde ich ein richtig, richtig tolles Produkt. Den werde ich mir auch direkt in mein Schminkkörbchen legen, weil ich den echt, also ich finde es echt cool, dass hier so ein Real Techniques Pinsel drin ist. Türchen Nummer 18. Ein schweres Türchen. One, two, three. Eine große Creme. Die Hydra Power Gel Cream ist hier einfach mal drin, Leute. Und die ist nicht günstig. Das ist eine Full-Size-Größe. Ist so eine Gelcreme eben mit Hyaluron. Und genau, so sieht die aus. Wer die Marke kennt, weiß, die sind wirklich gut. Ich fand, die haben irgendwie nachgelassen. Also die hatten mal, wo die rauskam, fand ich die Qualität irgendwie besser. Ich weiß nicht warum. Jetzt, wo ich zuletzt was von denen hatte, fand ich es nicht mehr so toll. Aber das hier ist echt, also definitiv ein sehr gutes Türchen. Das ist grandios. Wir sind bei der 19 und es gibt noch Naut zu meckern. Hier haben wir drin Superstreusel, Konfetti-Parade. Also das sind diese Superstreusel, die man auf Kekse, Cookies, keine Ahnung, überall drauf machen kann, auf Kuchen, halt so eine Deko. Ja, also ich, wie gesagt, ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Für mich ist das jetzt nichts. Ich benutze sowas einfach nicht. Ich backe auch nicht wirklich. Ich verschenke das aber weiter. Ich finde das ganz, also süß finde ich es. So, Türchen Nummer 20. In der 20 haben wir, oh, ganz schwieriges Produkt. Ganz schwierig. Sayos, und zwar dunkelbraun Augenbrauenfarbe. Für mich super geeignet. Ich brauche sowas eh mal wieder. Ich habe nichts mehr zu Hause zum Augenbrauen färben. Und also ich habe die ewig nicht gefärbt. Ich muss mal wieder. Ja, aber dunkelbraun. Sehr farbgebunden. Sehr farbgebunden. Was machen die Blonden? Ne, also so, und die dunkler brauchen, ist kein optimales Produkt. Sagen wir es mal so. Ich freue mich in meinem Fall, weil ich es eh hätte gebraucht mal wieder. Habe es schon auf meiner Einkaufsliste drauf sogar. Schreibt es mir gern. Dann hätte ich eher ein klares Augenbrauengel reingepackt, ne? Also so an ihrer Stelle. Ich weiß nicht, das finde ich nicht so. Aber egal, ist jetzt nur ein Produkt. Die 21. Hier haben wir Annemarie Berlin Augenpatches drin. Und zwar einmal die Hyaluron-Augenpatches mit Soforteffekt. Die sind sehr gut. Die sind so wie die von Dalton, finde ich. Also die sind wirklich sehr gut. So kühlen, die rutschen nicht runter. Die sind aber ein bisschen kleiner, was ich dann an denen nicht so mag. Von Dalton, die sind halt ein bisschen größer. Ja. Aber auch hier eine gute Marke. Kann man gar nicht meckern. Die 22. 22 hat drin I Want You Naked. Ein Body Oil. Und zwar dieses Golden Glow. Das ist so ein goldenes Body Spray eben. Das ist schön. Das hat einen angenehmen Duft. Hatte ich in dem anderen Video von Sarah Harrison, glaube ich, schon aufgemacht. Ja, finde ich schön. Ist, ich muss gerade gucken. Weiß ich gerade nicht, wie viel Milliliter das sind. Ich sehe es nicht oder ich bin zu blöd. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine große Größe. I Want You Naked ist eine gute Marke. Ich finde, die haben schöne Körperpflege. Türchen Nummer 23. Hier haben wir drin von Venya was. Oh, das ist schön. Klärend und Soft Peel Effekt. Das ist ein Toner. Das ist eine gute Marke. Die habe ich mal, also ich hatte mal so ein Pröbchen gehabt von denen. Da war ich auf der
Glow in Hamburg gewesen. Ich meine, da hatte ich so ein Ding mit drin. 4,9 ist das ein pH-Wert. Das ist ein Healthy Aging Toner. Finde ich richtig cool. Also finde ich wirklich cool. Mit Soft Peel-Effekt. Erleichtert die natürliche Abschuppung von alten Hornzellen. Wirkt porenverfeinernd. Also definitiv werde ich das Ding hier mal austesten. Es kommt die 24. Was kann jetzt hier noch Tolles drin sein? Ich weiß es nicht. Wir haben hier Clarins drin und zwar ein Lippenöl. Wie cool. In der Farbe Honey. Ein Original. Ach, wie cool. Guckt mal. So ein Honiglippenöl ist hier drin. Das finde ich wirklich toll. Muss ich ehrlich sagen, das finde ich richtig, richtig klasse. Das ist eine sehr schöne 24. Was steht hier? Ich gucke gerade, ob hier irgendwas auf Deutsch draufsteht. Ja, das ist halt ein Lippenpflegeöl eben mit Honig. Oder Honig. Ist das Honigduft? Ich weiß nicht, ich lasse es erstmal zu. Auf jeden Fall finde ich es super. Ihr Lieben, das war der Lena Gerke Adventskalender 2024. Was sagt ihr zum Inhalt? Wie findet ihr den Kalender? Ich bin sehr gespannt, was ihr schreibt. Ich sage euch jetzt meine Meinung dazu. Also, bis auf ein Produkt tatsächlich finde ich den Kalender richtig, richtig gut. Ich finde das Sayos Augenbrauenprodukt nicht gut, weil das halt nicht jeder gebrauchen kann. Und vielleicht das Haargummi kann auch nicht jeder gebrauchen. Also man muss so ein bisschen für die Allgemeinheit gucken. Ich persönlich, sag euch ganz ehrlich, finde den Kalender richtig, richtig gut. Der ist ein bisschen Skincare-lastig. Also es ist halt, hier ist ein Toner, da ist ein Toner, eine Creme. Dann haben wir, was haben wir noch? Eine Gesichtscreme mit Lichtschutzfaktor, eine Schlafmaske. Dann hier diese Reinigung eben. Aber ganz ehrlich, also man kann wirklich in Kleinigkeiten rumreiten. Ich finde den Kalender im Großen und Ganzen richtig toll. Mein Highlight hier drin ist tatsächlich das Lippenöl, diese wohltuende Periodencreme, das Reinigungsgel von Formel Skin und dieser Pinsel hier. Also ich finde den ganzen, ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden, ich finde den ganzen Kalender wirklich ausnahmslos eigentlich gut, gell? Also für 99 Euro bekommt man hier was. Schöne Größen, ein Rosenthal, Gua Sha ist mit drin, eine Handcreme, eine große, eine L'Oreal-Mascara, die übrigens sehr gut ist, ein Washi, das für die Haare, ein bisschen, also zwei Food-Produkte. Ganz ehrlich, es ist ein schöner Kalender. Ich finde, der ist super gelungen, da hat sie sich sehr viel Mühe gegeben, der ist preis-leistungsmäßig toll, der ist dekorativ, der sieht schön aus. Merry Christmas bei Lena Gerke. Was will man denn mehr? Nee, also ernsthaft, ich finde den sehr, sehr schön. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr meint. Ich würde mich jetzt verabschieden von euch. Dankeschön, dass ihr hier wart zum Schauen. Ich würde mich natürlich noch über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ich verlinke euch den Kalender unten in der Infobox. Da könnt ihr ihn gerne shoppen, wenn ihr wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüssi. Baby, this year it's just gonna be you and me. Christmas memories.